Hallo, heute mache ich Spaghetti Carbonara. Die ist ja sehr bekannt. Dazu brauche ich Spaghetti, Salz, durchwachsene Speck, frische Eier, Milch, Muskatnuss, Pfeffer und geriebenen Parmesan. Gut, die Speckwürfel habe ich geschnitten, die lasse ich gleich aus. Als nächstes mache ich die drei Eier. Die würze ich mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss und dann kommt die Milch dazu. Die Spaghetti werden schon gekocht und dann geht's gleich weiter. So, jetzt kommt zu den Eiern noch die Milch. Salz, Pfeffer und Muskat. Salz und Pfeffer habe ich jetzt in die Milch-Eier-Mischung und jetzt mache ich noch etwas Muskatnuss mit rein. Die Speckwürfel werden jetzt langsam in der Pfanne erhitzt. So, mein Speck brate ich langsam aus. Und die Spaghetti sind fertig, die kommen dann zum Speck, sobald er fertig ist. Ja, und dann ist es fast schon fertig mit der Spaghetti Carbonara. So, der Speck ist jetzt ausgebraten bei kleiner Hitze. Jetzt kommen die Spaghetti dazu. Jetzt mache ich die Eier-Milchmischung dazu und dann ist das Gericht schon gleich fertig. So, das ist die Spaghetti Carbonara. Da habe ich etwas Basilikum drauf und jetzt kommt noch der Parmesan. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, wenn ihr mich liked oder wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.